Am 11. März 2009 stürmte der 17-jährige Tim K. in die Albert-Will-Realschule in Winnenden. Er tötete an diesem Tag 15 Menschen und erschoss sich anschließend selbst. Der Amoklauf von Winnenden und Wendlingen hat Menschen in ganz Deutschland erschüttert. Es sind nun 6 Jahre vergangen. Was hat sich dann seitdem getan? Sind Schulen sicherer geworden? Und wie geht es den Betroffenen heute? Darüber sprechen wir jetzt bei Alpha und Omega. Damit herzlich willkommen. Bei mir im Studio begrüße ich Patrick Seifert. Er war in der 9. Klasse der Albert-Will-Realschule in Winnenden, als der Amokläufer in seine Klasse stürmte und Freunde von ihm erschoss. Marion Werling-Barth ist Lehrerin am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Ludwigsburg und Expertin für Gewaltprävention. Und Gisela Meyer, sie ist Vorsitzende der Stiftung gegen Gewalt an Schulen. Beim Amoklauf hat sie ihre Tochter verloren, die als Referendarin an dieser Schule gearbeitet hat. Herr Seifert, der Amoklauf ist mittlerweile 6 Jahre her. Fühlt sich das für Sie manchmal noch an wie ein böser Traum? Ja, es fühlt sich halt an, als wäre es manchmal fühlt sich an, als wäre es gestern noch gewesen. Vor allem dann, wenn wieder bestimmte Sachen im Fernsehen kommen. Deswegen bin ich am Gedenktag auch eigentlich immer draußen unterwegs und schaue überhaupt nicht irgendwelche Nachrichten oder was in der Richtung. Also wenn es in den Medien wieder aufgegriffen wird, dann kommt es wieder genau. Hoch. Wie haben Sie denn diesen 11. März 2009 erlebt? Sie hatten gerade Deutschunterricht. Ja, also um das erstmal anzufangen, an dem Tag hatte ich eigentlich 2 Arbeiten. Erstmal Französisch und dann Mathe. Und Mathe war noch nie so meine Stärke. Und deswegen war das erstmal ganz arg schlimm und so. Und Deutsch war dann eigentlich immer so die Entspannung. Und dann war es eben so, dass dann, ja, wir haben gerade was gelesen. Es ging auch irgendwie um Killerspiele, irgendwie sowas. Einfach so ein Text. Und ja, dann weiß ich halt nur noch, wie dann die Tür aufging und er eben reinkam. Und mit seiner Pistole und geschossen hat. Und da war eigentlich für mich ziemlich schnell klar, was es eigentlich ist, dass es jetzt kein Spaß ist oder sowas in der Richtung, sondern dass das ernst ist, ja. Und die erste Reaktion war eigentlich sofort, dass man runterging dann unter den Tisch umgeworfen hat. Und was dann passiert war, kann ich mich auch gar nicht mehr so erinnern, ja. Haben Sie ein Gefühl dafür, wie lange er in dem Raum war? Also es war sehr lange gefühlt. In Wirklichkeit waren es, glaube ich, nur 15 Minuten. Aber es hat sich schon angefühlt wie eine Stunde oder sowas in der Richtung. Er war 15 Minuten im Raum? Er war eigentlich nur immer ganz kurz im Raum. Also er ging dann wieder raus nach dem ersten Mal. Und unsere Lehrerin hat dann zugeschlossen. Und das war eigentlich auch das, was dem meisten dann auch das Leben gerettet hat. Ja. Frau Meyer, Ihre Tochter war Referendarin an der Schule. Wie haben Sie denn von dem Amoklauf erfahren? Bei der alltäglichsten Tätigkeit, die man überhaupt haben kann als Mutter, ich war schlicht einkaufen. Es war auch ein Mittwoch, so wie in diesem Jahr der Jahrestag war. Und ich hatte frei an dem Vormittag und habe eingekauft. In einem Laden bei uns in dem kleinen Ort. Und da wurde ich angesprochen. Und zwar auch ganz fragend, ganz freundlich. Da hieß es ja, da ist ein Amoklauf in der Albert-Will-Schule. Ist das nicht die Schule, in der deine Tochter ist? Sag ich, ja, okay, warum? Ich habe mir nichts dabei gedacht. Amok war außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ich habe so eine Vorstellung gehabt, weiß ich heute noch, dass irgendeiner wutentbrannt durch die Schule rennt und was weiß ich was, Stühle durchs Fenster wirft oder sonst was. Ja, ist okay, regt euch wieder ab, alles in Ordnung. Dann kam aber, dann kamen Nachfragen. Dann ging das los und sagte, ja, da wird aber geschossen und das ist jetzt in Nachrichten. Und so ganz allmählich dachte ich, na, also jetzt frag doch mal nach. Also, Und da gab es zum Glück bekannte Arbeiten bei der Polizei und so weiter. Und ich habe dann halt nachgefragt und habe erfahren, es gibt eine Hotline beim Regierungspräsidium. Also, wo ich eine vernünftige Auskunft bekommen kann. Also habe ich dort angerufen und habe eine Auskunft bekommen. Und die war sehr eindeutig. Die hieß, es gäbe Verletzte, von Toten war nicht die Rede. Es würde geschossen, Lehrer seien nicht betroffen, nur Schüler. So, Sie verzeihen mir, wenn ich zunächst mal erleichtert war und dachte,
Der zweite Gedanke war, da gehst du jetzt hin und hilfst deiner Tochter. Wieder mit der klaren Vorstellung. Es war mir auch gesagt worden, Schüler sind evakuiert. Dachte ich, na ja, klar, deine Tochter ist mit irgendeiner Klasse irgendwo in diesen, es hieß, in den Sporthallen rundum. Dachte ich, schön, fahr hin und dann hilf ihr. Kurz danach erreichte mich der Anruf meiner jüngeren Tochter, die in einer anderen Schule im Unterricht war. Die anderen Schulen wurden ja auch ganz schnell benachrichtigt und haben dafür gesorgt, dass ihre Schüler im Schulhaus verblieben waren. Meine Tochter rief mich an und sagte, Mama, ich bin eingesperrt, was ist denn da los? Das ist die Schule, das war ihr klar, in der Nana ist. Und was ist los? Und habe ich gesagt, ja, ich fahre jetzt dahin, ich habe keine Ahnung, was los ist, ich schaue es mir an. Ja, ich will mit. Und da ich diese Auskunft hatte und ganz sicher war, dass ihr nichts passiert war, sagte ich, na ja, klar, ich will ihr helfen. Und ich sagte, ja, klar, komm mit, ich hole dich ab. Und das habe ich auch getan. Ich habe sie abgeholt und bin nach Winnenden gefahren, nicht ahnend, was da ist. Und ich bin mitten ins Chaos gekommen. Wie war die Situation da vor Ort? Einfach völlig unüberschaubar. Als ich ankam, und das ist ein Eindruck, den werde ich auch nie wieder vergessen, war die gesamte Presse vor mir da. Die waren definitiv schneller. Das heißt, ich habe schon lauter Übertragungswagen gesehen. Ich musste mich da durchkämpfen. Irgendwie das Auto habe ich in irgendeine Seitenstraße gestellt und bin dann mit meiner Tochter in diese Halle, die so diagonal gegenüber der Schule liegt und die als Informationszentrum umgebaut war. Und dort habe ich nachgefragt. Da waren, wie ich heute weiß, Leute der Notfallseelsorge, Leute des Roten Kreuzes, Polizei, alle möglichen Menschen waren dort versammelt. Und ich habe gefragt. Und bis zum heutigen Tag hat mir niemals irgendjemand offiziell gesagt, dass meine Tochter tot wäre. Es hieß damals nur, es sieht schlecht aus. Und ich war immer noch voll Überzeugung, sie ist am Leben. Wann haben Sie das begriffen, dass sie tot ist? Ich habe es überhaupt nicht begriffen. Begriffen hat es meine jüngere Tochter. Nach dem dritten Mal, nach der dritten Wiederholung, dass es doch sehr schlecht aussähe, hat sie zu mir gesagt, Mama, kapierst du es eigentlich nicht? Nana ist tot. Meine Tochter hat es mir gesagt, niemand sonst auf der Welt. Und dann muss ich sagen, dann ist die Welt zusammengebrochen. Das ist ein Gefühl, da als ob der Fußboden einfach verschwindet. Und die Welt weicht zurück. Es ist, als hört man alles nur noch durch Watte. Haben Sie Erinnerungen an diese Momente oder ist es wie weggespült? Nein, das Gefühl ist ganz klar da. Wie ich mich gefühlt habe. Damals, die Welt weicht zurück und die Welt wird bedeutungslos in diesem Augenblick. Es ist für alles vollkommen egal. Ich habe dann meinen Mann auch auf Aufforderung benachrichtigt. Den hatte ich vorher auch beruhigt. Der hatte ja die Nachrichtensendung auch gehört. Und ich habe gesagt, jetzt bleib du mal. Er hat gearbeitet. Ich gucke schon nach. Ich sage dir dann Bescheid. So hatte ich ihn beruhigt. Ja gut. Und dann musste ich ihn anrufen und ihm sagen, er soll kommen. Und ich habe ihm auch nur, Sie können das, oder ich zumindest, ich konnte es nicht aussprechen. Ich konnte ein halbes Jahr lang nicht aussprechen, dass meine Tochter tot ist. Ich konnte auch diesen Satz ihm nicht sagen. Das ist einfach, das ist schlicht unmöglich, das geht nicht. Mhm. Und ich habe ihm nur gesagt, er soll kommen, aber er wusste, was ich meine. Mhm. Herr Seifert, der Tim ist rausgegangen, er wollte nachladen. Sie haben beschrieben, die Lehrerin hat die Tür zugeschlossen, Sie haben es verbarrikadiert. Wie war denn die Situation in der Klasse? Gut, zunächst mal haben fast alle wirklich ausnahmslos sofort ihr Handy genommen und haben Notruf gewählt. Die meisten haben auch geschrien. Ein paar haben versucht, mit der anderen gegenseitig zu beruhigen. Was halt dann erschreckend war, als der Notruf gewählt wurde, wurde es erstmal gar nicht geglaubt, dass da ein Amoklauf stattfindet, weil halt auch niemand darauf vorbereitet war auf sowas. Ja, das ist eigentlich erschreckend, aber in Wirklichkeit haben viele eben auch beim Notruf gedacht, dass eben das ein Streich wäre oder was auch immer, was dann aber ja klar war, weil so viele angerufen haben, dass es nicht so ist. Und ja, was halt ich persönlich noch sagen kann, ich habe noch geguckt, ich habe gesehen, dass eben die, wo getroffen waren, ja, lagen am Boden. Und mir war dann halt ziemlich schnell klar, dass man nichts mehr machen konnte. Sie selbst wurden auch getroffen? Ja, aber ich habe das in der Situation selber
gar nicht realisiert. Das kam dann erst später. Es waren Streifschüsse bei Ihnen zum Glück nur. Frau Werlingbart, was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie von dem Amoklauf gehört haben? Das war eine ganz gruselige Situation. Ich hatte an dem Tag an meiner eigenen Schule eine Fortbildung zum Thema Zivilcourage. Und da waren Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Regierungsbezirk Stuttgart da. Und eine Kollegin hat uns irgendwann am Vormittag, hat mit ihrem Mann telefoniert, der war in dem Einsatz dabei als Polizist, und hat gesagt, da gibt es einen Amoklauf in Winnenden. Und wir haben gesagt, was? Das kann doch nicht sein. Das ist unmöglich. Also das ist völliger Quatsch. Das geht nicht. Das kann nicht sein. Vergewissern Sie sich noch mal. Das ist bestimmt, irgendjemand hat sich einen ganz blöden Scherz erlaubt oder was auch immer. Und dann hat die uns aber auf dem Laufenden gehalten. Und das war so eine gruselige Situation. Weil es ging ums Thema Zivilcourage. Was tun wir, wenn wir in Situationen geraten, wo es um Gewalt geht? Wie können wir eingreifen? Wie können wir helfen? Was können wir sinnvollerweise tun? Und da keine 15 Kilometer weiter passierte, das war, also ich weiß nicht, das war komplett unbegreiflich. Mhm. Frau Mayer, wie ging es denn bei Ihnen weiter? Wie haben Sie denn die nächsten Tage nach dem Amoklauf erlebt? Das ist ganz schwer zu beschreiben, weil da steht, das ist nicht nur eine Redensart, das stimmt, da steht die Welt kurzfristig still. Es ist alles schlicht uninteressant. Ich war damals sehr, sehr froh, dass wir von der Polizei zwei Beamte zur Seite gestellt bekamen, die so die alltäglichen Dinge bewältigt haben. Es war beispielsweise so, dass unsere ganze Familie, wir haben erst gemerkt, dass wir eigentlich nichts gegessen hatten, als wir vor Hunger Schwächeanfälle hatten. Wir haben nicht mal registriert, dass wir nicht essen, weil es war alles weg, alles verschwunden. Man hat eigentlich auf nichts auch gewartet. Es war einfach Stillstand. Das nächste war, dass wir leider Gottes, und das ist bis heute kein schönes Kapitel, wir haben erst 36 Stunden später unsere Tochter sehen können, weil sie aus der Schule in die Gerichtsmedizin kam. Darunter haben Sie gelitten? Sehr, jahrelang, weil mir der Abschied nicht möglich war. Das heißt, ich habe mein Kind zurückbekommen im Sarg. Ich konnte nie Abschied nehmen. Weil das ist sozusagen eine aufbereitete Form des Abschiedes. Ich habe das den zuständigen Leuten inzwischen auch gesagt, in der Hoffnung, dass es für hoffentlich nicht eintretende ähnliche Fälle anders gehandhabt wird für andere Menschen. Ja gut, und dann kam die Beerdigung. Und die Beerdigung war heute, vor 6 Jahren, einem 17., der auch ihr Geburtstag ist. Da mussten wir sie beerdigen, und es hat Wochen gedauert, bis man überhaupt eine Orientierung wieder gefunden hat innerhalb der Familie. Und dann sind wir allerdings alle relativ zeitnah wieder in den Alltag zurückgegangen, ganz bewusst, um eine Möglichkeit zu haben, eine Struktur zu finden, nicht in dieser völligen Leere zu bleiben. Und wir hatten eine unendliche Menge von Schreiben von Menschen, die Anteil genommen haben. Hat das geholfen? Ja, natürlich. Das hilft ungeheuer zu spüren, dass andere Menschen erfassen, dass hier etwas geschehen ist, was völlig unbegreifbar ist. Denn mehr konnte Anteilnahme ja auch nicht sagen, als wer soll denn da irgendetwas verstehen? Da gab es nichts zu verstehen. Aber es war schön zu wissen, dass Menschen verstanden haben, dass das alles so ist, dass man es überhaupt gar nicht weder begreifen noch verarbeiten noch überhaupt irgendwie damit umgehen konnte. Das war eigentlich die größte Hilfe, die wir hatten in der Haben Zeit. Haben Sie das auch so erlebt, das Mitfühlen von anderen Menschen? Oder ist es bei Ihnen gar nicht angekommen irgendwo? Ja, habe ich auch erlebt, aber persönlich, ich habe immer ziemlich Abstand gehabt zu allem, was mir auch sehr geholfen hat. Mhm. Sie waren ja nie wieder in dieser Schule drin. Nein, bis heute nicht. Ja. Ja, zum einen denke ich, ist vielleicht auch nicht schlecht, weil ich habe darin die Erinnerung an, wie es damals war.
Und es wird auch nicht mehr verdeckt und ja, das ist eigentlich. Sie sind dann in Containern unterrichtet worden. Haben Sie und Ihre Klassenkameraden sich gab es einen Zeitpunkt, wo Sie sich irgendwann wieder sicher gefühlt haben? Also, sagen wir mal so, sicher gefühlt in dem Sinn war bei mir jetzt hauptsächlich immer problematisch mit Räumen, mit einer Tür. Also das ist immer verbunden mit einer Tür und das ist auch bis heute. Also jetzt ist wesentlich besser geworden. Aber zum Beispiel auch in der weiteren Schule, wo es erst einmal wieder ein richtiges Gebäude war, bin ich erst mal ein bisschen an der Tür, in der Türnähe gesessen. Und da war es erst mal so, dass jedes Mal, wenn die aufging, ging der Puls wieder hoch. Und das war immer schwierig. Das legt sich mit der Zeit, aber wenn jemand die Tür zuschlägt oder so, oder aufreißt, noch schlimmer. Das geht auch nicht. Wie haben Sie denn diesen Albtraum verarbeitet für sich? Zunächst, direkt danach, ging es auch, wie Frau Meier gesagt hat, ziemlich schnell in den normalen Alltag. Also hat man versucht, wieder den normalen Alltag herzustellen. Und was mir ziemlich immer geholfen hat, waren die Freunde, meine Familie, auch meine Tiere, Haustiere. Damit viel Zeit zu verbringen und dann auch hobbymäßig was zu machen. In meinem Fall eben das Fliegen. Warum hat Ihnen das Fliegen geholfen? Ja gut, man sagt immer, man kann davonfliegen von allem, was unten ist. Man kann drüber fliegen. Mhm. Und ja, das habe ich auch gemacht, im Prinzip dann später. Ja, Sie haben auch ein Buch geschrieben? Ja, das... Unter den Flügeln der Enge? Genau. Das hängt auch damit zusammen, mit dem Fliegen sozusagen. Und der Hauptperson in dem Buch ist damals was Ähnliches passiert wie mir. Mhm. Eben auch ein Amoklauf. Und da er eben auch ganz flugverrückt war und fliegen konnte, ist er dann um die Welt geflogen, um damit eben seine Trauer und alles zu verarbeiten. Hat Ihnen das geholfen, das Schreiben? Das hat mir sehr geholfen. Mhm. Frau Wenning-Barth, nach dem Attentat wurde ja gleich sehr viel gemacht in der Politik. Zum einen wurde das Waffenrecht verschärft, da sprechen wir gleich noch mal darüber. Aber es wurde auch der Expertenkreis AMOG ins Leben gerufen. Da waren Politiker drin, Wissenschaftler, Schulvertreter und Jugendschützer. Die haben 83 Empfehlungen herausgegeben, was man denn machen sollte. War das purer Aktionismus nach dem Amoklauf oder hat sich da jetzt wirklich was geändert, was getan? Es hat sich ziemlich viel getan. Wir hatten davor in Baden-Württemberg nur Ansätze von systematischer Präventionsarbeit an Schulen zum Beispiel. Also ich spreche jetzt nicht von den Sicherheitsstandards und von der Zusammenarbeit mit der Polizei, von diesen Kriseninterventionsteams. Davon spreche ich jetzt noch nicht mal, sondern wirklich von der Präventionsarbeit. Und es gab seit 2002 etwa, gab es Gewaltpräventionsberater und Beraterinnen in Baden-Württemberg, aber mit einem ganz geringen Deputat nur und auch nicht wirklich systematisch aufgestellt, sodass die Schulen quasi hätten Angebote wie auch immer oder Begleitung abholen können. Und das ist anders geworden. Und das ist tatsächlich dem Expertenkreis zu verdanken, dass das Kultusministerium, das Innenministerium sich aufgemacht haben, ein Präventionskonzept in Baden-Württemberg zu etablieren, das Konzept Stark, Stärker, Wir, das tatsächlich ganz systematisch aufgestellt ist, das wirklich auch sehr gut unterfüttert ist, wo sehr viel getan wurde, um Präventionsbeauftragte, wie sie jetzt heißen, auszubilden, die an Schulen gehen und Schulen beraten, sodass die ihre eigene Präventionsarbeit, die Arbeit zur Stärkung der Lebenskompetenzen zum Schulklima, dass die das in den Blick nehmen können und wirklich auch bei Bedarf Maßnahmen abholen können. Bei uns sind Präventionsbeauftragten oder es gibt mittlerweile auch eine neue Verwaltungsvorschrift zusammen Innenministerium, Kultusministerium, eine ganz enge Zusammenarbeit mit der Polizei, die auch mittlerweile nach der Strukturreform wieder ganz stark in die Prävention in Schulen geht. Und ich sehe da hat sich ganz viel und ganz viel Systematisches getan. Frau Meier, Sie haben ein halbes Jahr nach dem Amoklauf das Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden gegründet. Mittlerweile ist es in der Evangelische Stiftung überführt worden, die Stiftung gegen Gewalt an Schulen. Was wollen Sie damit erreichen? Was ist Ihr Ziel? Im Grunde genommen genau das, was Frau Wenning-Barth jetzt beschrieben hat. Der wesentliche Ansatz dieser Stiftung ist Prävention.
Das heißt, Amok ist ja Gott sei Dank selten und ist ja nur ein Ausbruch von Gewalt, bei dem sehr, sehr viel vorher, und zwar auch lange Zeit vorher geschieht. Und uns geht es jetzt keineswegs nur darum, Amok zu verhindern, sondern uns geht es darum, all das nicht zu verhindern, aber dagegen zu arbeiten, was Schulleben teilweise so belastend machen kann und so unerfreulich machen kann, sowohl für Schüler wie auch für Lehrer. Das fängt bei Mobbing an, das fängt damit an, dass man sich gegenseitig schikaniert, hänselt. Sie wissen selbst, es gibt heute diese digitale Form des Mobbings, das Cybermobbing, über das viele klagen. Und es gibt junge Menschen, die sich allein aufgrund der Beleidigungen, die übers Netz kamen, selbst getötet haben. Und spätestens dann müssen sämtliche Alarmglocken angehen. Und das ist Aufgabe der Stiftung. Wir gehen sowohl in Schulen und bieten so kleine Projekte an. Wir arbeiten mit Kooperationspartnern zusammen, die schon seit vielen Jahren auch das tun, systematische Präventionsarbeit leisten. Das heißt Sozialtraining, das heißt Mobbingprävention, das heißt guter Umgang miteinander, Hilfe zum guten Umgang, das ist Hauptanliegen unserer Stiftung. Und wir arbeiten in politischen Gremien mit Vertretern der Politik, um hier immer darauf zu dringen, dass die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Das heißt Gewaltprävention, da hat sich Ihrer Meinung nach viel getan? Ja, wir haben eine Menge getan, aber wir stehen am Beginn eines langen, langen Weges. Wir sind keineswegs kurz vor dem Ziel. Ja. Und wir verstehen unsere Aufgabe so, dass wir helfen wollen und anregen wollen, dass diese Präventionsarbeit in Schulen implementiert wird und dass es zum Alltag einer jeden Schule gehört, sich um die soziale Entwicklung ihrer Schüler und um den Umgangston in Schulen zu bemühen. Das haben Sie auch gerade gesagt, Amoklauf ist natürlich ein sehr seltenes Phänomen. Aber Frau Wellingberg, kann man sich denn auf einen Amoklauf vorbereiten? Was macht Ihre Schule da? Also wir haben natürlich wie jede andere Schule auch ein Krisenteam gebildet. Wir arbeiten eng mit der Polizei zusammen. Es gab bauliche Maßnahmen. Wir an unserer Schule jetzt haben unser Präventionskonzept nicht, ich sag mal jetzt nicht wesentlich umgestellt. Wir arbeiten schon sehr lange am Thema Prävention. Bei dem Thema. Ja. Wir sind auch eine der Startschulen in diesem Präventionskonzept, stark stärker wir. Also bei uns ist... Wir haben 98 angefangen mit der systematischen Prävention, mit der Gewaltprävention. Es gab vorher schon ganz viel zum Bereich Suchtprävention bei uns. Und wir haben das nach und nach aufgebaut. Und wir hatten schon 2002 oder 2003 tatsächlich die meisten Maßnahmen auch schon curricular verortet, die wir jetzt auch noch haben. Das heißt, wir haben sehr früh einfach das in den Blick genommen, ja? Weil es uns einfach wichtig war, dieses soziale Klima an der Schule in den Blick zu nehmen. Also das, was so die Beziehungsebene ausmacht an der Schule. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen die Schüler und Schülerinnen untereinander um? Das hört sich so banal an und ist dann doch so wichtig. Aber das ist die Essenz von allem. Wie schaffen wir es zum Beispiel auch Schülerinnen und Schüler nicht zu beschämen? Welche Möglichkeiten und Formen gibt es, wo die einfach auch aussprechen können, was da an Frust da ist, was an Beschämung da ist, was an Ausgegrenztsein da ist. In welchem Unterricht, wo hat es Platz, über seine Gefühle zu sprechen, darüber, was es mit einem macht, wenn man Konflikte nicht gut lösen kann. Das ist Gewaltprävention das eine. Frau Mayerz hatte aber, Tim K., der Amokläufer, hatte damals Zugang zu Waffen über seinen Vater. Die Waffen waren nicht richtig eingeschlossen. Jetzt hat die Bundesregierung 3 Monate nach dem Amoklauf das Waffenrecht verschärft. Es sollen jetzt unangekündigte Kontrollen geben und schärfere Sanktionen, ob die Waffen auch richtig eingeschlossen sind. Ist es ein Schritt in die richtige Richtung? Ist es genug? Was muss da getan werden? Es ist zweifellos ein Schritt in die richtige Richtung. Das, was da passiert ist in Winnenden, ist ja nur passiert, weil ganz viele Faktoren in ganz unglücklicher Weise zusammenkamen. Ein Faktor allein löst so etwas nicht aus. Einer davon war die Tatsache schlicht, dass die Waffe zu Hause herumlag, völlig ungesichert, einfach im Schrank lag. Das darf nicht sein. Und da war es ein richtiger und ein guter Schritt, dass man gesagt hatte, einfach schlicht kontrollieren, ob aufgeräumt ist. So banal ist es. Denn die Vorschriften sind ja da, dass Menschen, die der Ansicht sind, sie wollen Waffen, und zwar jetzt wirklich Waffen, die eben tödlich sein können, zu Hause in ihrer Wohnung aufbewahren, dann müssen
das ist teuer, das ist mühsam, aber dann müssen eben bestimmte Vorkehrungen getroffen werden. Bedauerlich ist, dass immer noch zu wenig personelle und finanzielle Mittel da sind, um diese Kontrollen wirklich durchzuführen. Das heißt nicht, das Gesetz ist falsch, sondern es fehlt sozusagen die Möglichkeit, es auch umzusetzen. Und ein zweites ist, dass wir sagen, auch die politische Seite muss sozusagen am Ball bleiben. Wir haben jetzt erst wieder auch hier in der Gegend im Rems-Murr-Kreis einen Vorfall gehabt, der uns zu großer Sorge Anlass gibt. Da haben Kinder mit sogenannten Anscheinswaffen gespielt. Das heißt Waffen, die nicht wirklich gefährlich sind, aber so aussehen. Und die Polizei wurde gerufen. Hier muss der Gesetzgeber wirklich ein Auge darauf haben, dass so etwas nicht passieren kann. Denn ich möchte es weder einem Polizisten noch diesem Kind wünschen, dass der Polizist in der Stresssituation wirklich schießt, weil er sich bedroht fühlt. Was passiert ist. Herr Seifert, 6 Jahre ist es her, aber man merkt, die Bilder, Geräusche, die gehen Ihnen immer noch sehr nahe. Man sagt ja immer mal wieder, Zeit heilt alle Wunden. Glauben Sie, dass es bei Ihnen auch irgendwann so sein wird? Also ich glaube nie, dass alles weggeht. Ja, sowas kommt nie aus dem Kopf raus. Aber es wird immer besser. Ja. Also es wird immer weniger daran erinnert, aber es wird niemals weggehen. Frau Meier, können Sie mittlerweile verzeihen? Haben Sie für sich Frieden gefunden? Ich denke ja. Ich denke, das ist aber nichts, was ich mir selbst verdanke. Das ist eine Form, die ich als Gnade bezeichne. Das ist ein Prozess, der geschieht. Und der geschieht vielleicht dadurch, dass der Täter mir als Mensch in den Blick gekommen ist und dass ich verstanden habe, dass auch für sein Leben vieles, vieles schiefgegangen ist. Ich danke Ihnen, dass Sie uns diese Geschichte erzählt haben, wie Sie das erlebt haben. Der Amoklauf von Winnenden 6 Jahre danach, das war unser Thema bei Alpha und Omega. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.